Hallo, moin moin und guten Tag. Heute möchte ich für euch die tollste Vorspeise machen, die ihr euch überhaupt denken könnt. Wirklich exklusiv und das Beste ist, ihr könnt das sogar aus Resten machen. Nämlich, wenn ihr Fische filetiert habt und das, was ihr dann mit dem Löffel abzieht von der Gräte, praktisch die Reste, die sonst mit weggeworfen werden. Und daraus könnt ihr dieses Lachs-Tartar machen. Ich habe heute für euch hier ein Filet und ein bisschen Thunfisch und wir das daraus machen. Und als erstes werde ich mir mal meine Schürze anziehen. Bis gleich. Die Vorspeise ist wirklich einfach und schnell gemacht und ihr könnt die natürlich nicht nur als Vorspeise benutzen, sondern genauso gut als Abendbrotaufstrich. Ich habe dazu heute ein Filet, ein Lachsforellenfilet. Das habe ich schon von der Haut runtergezogen, das wiegt ungefähr 400 Gramm und ich habe für euch ein bisschen Thunfisch und diesen Thunfisch, den habe ich benutzt eigentlich für Sushi und das hier vorne sind auch Reste davon. Das sind alle Stücke, die ich abgeschnitten habe, um schöne Stücke für Sushi zu bekommen. Und ja, Reste, die hatte ich eingefroren, wollte ich für irgendwas verwenden, werde ich heute verwenden, eben für mein dann eben Thunfisch-Tartar oder eben auch Lachs-Tartar. Lass uns anfangen. Ich habe hier mal vier verschiedene Messer mitgebracht für verschiedene Zwecke. Mein Filetiermesser, mit dem ich den Fisch filetiert habe und mit dem ich eben gerade auch die Haut abgezogen habe. Das ist zum normalen Schneiden jetzt gleich wenig geeignet, weil es hier unten einfach einen Schutz hat und damit nicht richtig auf dem Brett aufliegen kann. Das ist mein Office-Messer, super tolles Messer, eines meiner absoluten Lieblingsmesser von Dick Premier Plus. Das brauche ich zum Beispiel gleich, um den Ingwer zu schneiden und abzuschälen. Das sind die beiden Messer, die man sehr gut gebrauchen kann. Einmal hier ein Santoku von Premier Plus, von Dick. Das liegt komplett auf hier vorne. Und damit kann ich eben von vorne bis hinten schneiden. Genauso bei diesem hier, einem Usuba, ein vietnamesisches Messer von Black Chili, das eben auch komplett, womit ich mit der kompletten Schneide auf dem Brett arbeiten kann, was hier eben einfach nicht möglich ist. Also hier, da ist hier vorne alles frei. Bei diesem Messer, das ist ein Kohlenstoffstahl, der sich extrem hoch ausschneiden lässt oder schleifen lässt. Und dadurch ist das Messer extrem scharf, hat aber den extremen Nachteil, dass es anfängt zu rosten. Das heißt, das hier, dieser Stahl ist ein rostender Kohlenstoffstahl im Gegensatz hierzu. Das ist ein nicht rostender Stahl. Das Messer ist noch mal etwas schärfer als das. Aber ja, immer wenn ich geschnitten habe, sofort sauber machen. Und wenn man damit zum Beispiel irgendwas Säurehaltiges schneidet, kann man sicher sein, wenn man das liegen lässt, dass man hinterher eine Rostschicht drauf hat. Das ist also etwas pflegeintensiv. Welche Filets sind überhaupt geeignet? Hervorragend geeignet. Lachsforelle, so wie wir es hier haben. Oder auch natürlich normaler norwegischer Lachs. Gibt es ja auch häufig zu kaufen als kleine Stückchen. Da sind dann schon auch die Gräten raus und so weiter hervorragend dazu geeignet. Pollack zum Beispiel ist ganz toller Fisch dafür. Also wenn jemand Angler ist, Norwegen Angler, so ein weißes Stück Pollack, super, super, super gut dafür. Und ja, eben Thunfisch, das verarbeiten wir nachher auch noch. Was wir hier jetzt gleich machen müssen, ist hier dieses Graue ein bisschen abschneiden und wegschneiden, weil wir wollen eigentlich nur das Rote haben hinterher. Und ja, man sieht ja hier vorne, dass hier nochmal so ein grauer Keil drin ist. Das schmeckt nicht so schön roh und das werden wir jetzt gleich wegschneiden. Und was ich jetzt machen muss, sind hier vorne die Gräten zupfen.
So, und jetzt ist es eben schwer, hier mit so einem ziehenden Schnitt das alles zu machen. Das geht hiermit viel besser. Möglichst dünne Scheiben abschneiden. Wir machen jetzt die Marinade. Das sind 300 Gramm. Dafür brauchen wir Zitronensaft und zwar 12 Teelöffel. Das sind 4 Teelöffel pro 100 Gramm. Mikes Liebstes. Davon brauchen wir 3 gehäufte Teelöffel. Drei gestrichene Teelöffel von diesem Rohrzucker. Also nicht so voll, sondern, ja, ich würde mal sagen, so. Und ganz, ganz, ganz toll dazu Wasabi. Ich würde mal sagen, auch so ungefähr. Ja, so diese Menge, mehr nicht. Das ist relativ scharf und sonst wird das hinterher einfach zu scharf. Top. Das Ganze wird dann untergehoben. Das Ganze kommt jetzt für eine Stunde zum Marinieren in den Kühlschrank. Als Variante machen wir jetzt noch etwas mit Thunfisch. Das hier sind alles Reste, die sind alle ein bisschen unschön geschnitten. Hier mal ein bisschen dicker, da mal ein bisschen dünner. Das sind alles Stücke, die ich abgeschnitten habe von einem großen Stück Thunfisch für Sushi. Das wird genauso jetzt in kleine Stückchen geschnitten. Und den Dill können wir gleich mit verarbeiten, den ich eigentlich nur als Deko hingelegt habe. Und den Dill können wir auch gleich mit hacken. Für den Thunfisch machen wir jetzt eine andere Marinade. Da kommen 4 Teelöffel Zitronensaft rein. Ein Teelöffel Stephans Liebstes und da ist Dill mit drin, jede Menge und eben auch Zucker, deswegen
eingehäufter Teelöffel da rein. Und wir brauchen aber auch noch einen halben Teelöffel Zucker ungefähr. So, also so diese Menge in etwa. Außerdem mache ich da gerne ein bisschen Ingwer rein. Ich habe schon so ein Stückchen geschält. Ich werde das heute frisch reinreiben. Man kann aber alternativ auch so einen Sushi-Ingwer zum Beispiel nehmen. Da sind die Stücke schon geschnitten, dann braucht man sie nur in feine Stückchen schneiden. Dann kommt das damit rein, das funktioniert auch sehr gut. Aber ich benutze jetzt hier frischen. So ein kleines Stückchen reicht vollkommen aus. Für eine Stunde in den Kühlschrank. Für das Dressing gleich nehmen wir Crème Fraîche. Da sind 200 Gramm in so einem Becher, ich würde mal sagen einen halben Becher. Mayonnaise. Ja, vielleicht so die Hälfte davon. Ich würde mal sagen, so 50 Gramm. Komm, noch ein Schluck. Und ein bisschen Senf. Aber wirklich nicht so viel. Und dann zupfen wir ein bisschen Dill ab. Und das wird dann fein gehackt. Vorsichtig beim Abstreifen, die Messer sind scharf. Noch ein bisschen abschmecken mit etwas Pfeffer, etwas Salz oder etwas Zitronensaft. Top. Welche Brotsorten passen jetzt dazu? Sowas wie Pumpernickel, auf jeden Fall. Cracker, super gut. Oder auch normales Graubrot oder auch ein Toastbrot. Mit den Crackern zusammen schmeckt das absolut toll. Kann man einfach ein bisschen was drauf machen. Aber wie ihr seht, das hält relativ schlecht. Außerdem weicht es durch. Schmeckt aber super. Prost! Schmeckt schon mal wirklich sehr, sehr gut. Was ich eigentlich lieber mache, ist, ich steche das aus mit so einem Ring oder auch hier. Oder auch viereckig. Fülle das und dann wird das schön angerichtet. Dazu kommt gleich noch die Creme, die wir gemacht haben. Kommt ein bisschen was drüber und dann noch ein bisschen Kaviar drauf.
Und das machen wir jetzt. Das sind normale Backformen für Plätzchen. Das ist schön durchgezogen. Ah, nicht dumm. Das machen wir auch noch mal mit dem Pumpernickel. Oh, das wird ein bisschen. Und jetzt kommt als Krönung noch ein bisschen Kaviar drauf. Da gibt es demnächst noch mal ein Video drüber, wie man das selber macht. Und dann noch mal deutschen Kaviar. Deutsche esst deutschen Kaviar. Und zwar ist der aus Seehasenrogen. Es gibt den auch aus Kapelinrogen, den finde ich nicht halb so lecker. Ist das jetzt eine Vorspeise oder ist das eine Vorspeise? Das sieht doch wirklich genial aus, oder? Ich bin einfach selber ganz begeistert davon. Das ist jetzt für meine Frau und mich, muss ich jetzt mal aber trotzdem eben einmal probieren. Von beiden Sorten eben einmal. Das ist das mit dem Dill, das habe ich ja gemacht mit Stefans Liebstem. Super gut. Gerade auch mit dem Dill da drin. Also was ganz bisschen eben von dem Forellenkaviar. Noch so ein bisschen Knackigkeit da drin. Ganz toll. Und das ist mit Mikes Liebstem. Das habe ich auf diesem Graubrot gemacht.
Das gefällt mir sogar noch besser. Da hast du so ein ganz bisschen dieses Wasabi da drin. Super gut. Und mir gefällt tatsächlich der Lachs noch besser als der Thunfisch. Ach boah, ich bin ganz hin und weg. Das ist wirklich toll. Und es ist ja wirklich nicht super schwer. Also gerade wenn man ein gekauftes Stück Lachs nimmt, so ein 200 Gramm Stück, das ist zum Beispiel super gut für zwei Personen. Also 100 Gramm pro Person sollte man ungefähr rechnen. Man kann Kaviar drauf machen oder nicht. Das ist alles so ein bisschen Geschmackssache. Man kann verschiedene Brotsorten nehmen. Man kann das natürlich kleiner ausstechen, dann hat man kleinere Vorspeisen. Also da kann man viele, viele verschiedene Sachen machen. Super, super, super lecker. Und vor allen Dingen kann man es natürlich auch sehr gut machen, wenn man einen Fisch filetiert hat, da wirklich mit dem Löffel dann die Reste runterkratzen. Das ist dann ja auch ganz schier. Das ist dann ja wirklich nur das rote Fleisch. Und da braucht man dieses Braune auch gar nicht wegschneiden. Das hat man ja in dem Filet dann schon drin. Das ist super leicht. Das ist übrigens auch eine Variante, die man sehr gut machen kann aus einer normalen weißfleischigen Forelle. Die muss man halt auch filetieren und muss natürlich auch da die Gräten zupfen. Und dann hat man aber da auch die Möglichkeit, das mit einer ganz normalen weißfleischigen Forelle zu machen. Saibling ist super dazu geeignet. Pollack hatte ich vorhin schon erwähnt. Ganz große Klasse an Seewasserfisch. Wenn man diese etwas trockeneren Fische, sowas wie Pollack oder wie Dorsch auch nimmt oder auch weißfleischige Forelle, würde ich in die Marinaden einen Teelöffel Olivenöl mit reinnehmen. Dann hat man noch ein bisschen einen kleinen Fettanteil. Das ist nochmal ein Geschmacksträger. Das ist dann einfach besser. Hier diese Fischarten sind ein bisschen fetter und da ist das dann unproblematisch. Da braucht man das jetzt nicht unbedingt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich wünsche mir von euch ein Like und ein Abo. Und wir sehen uns wieder am nächsten Donnerstag beim Angeln oder am nächsten Montag wieder beim Kochen. Bis dann. Ciao.